Lektion 64, lass mich meine Funktion nicht vergessen. Der heutige Leitgedanke besagt lediglich auf eine andere Art, lass mich nicht in Versuchung geraten. Der Zweck der Welt, die du siehst, ist, deine Funktion der Vergebung zu verschleiern und dir eine Rechtfertigung dafür zu liefern, sie zu vergessen. Es ist die Versuchung, Gott und seinen Sohn dadurch im Stich zu lassen, dass du eine physische Erscheinung annimmst. Diese ist es, auf die des Körpers Augen blicken. Nichts, was die Augen des Körpers sehen, zu sehen scheinen, kann irgendetwas anderes als eine Form der Versuchung sein. Weil dies der Sinn und Zweck des Körpers selber war. Auch hier müssen wir den Begriff der Versuchung wirklich anders verstehen. Der urteilende Geist sagt, was ist Versuchung? Wenn du das offene Portemonnaie deiner Mutter siehst als Kind und du nimmst dir da was raus. Und was ist Nichtversuchung? Wenn du dir nichts rausnimmst. Und was sagt der Kurs ist Versuchung? Wenn du das für wirklich hältst, was du siehst, völlig egal, ob du für einen Alkoholiker ist eben der Alkohol eine Versuchung. Aber was merkt der Alkoholiker nicht? Er merkt nicht, dass er im nächsten Augenblick einer anderen Versuchung unterliegt, nämlich die, ein anständiger Mensch sein zu wollen. Wenn du nicht mehr urteilst, wirklich nicht mehr urteilst, dann machst du keine Unterschiede mehr, weil du dich erlösen willst. Und das ist nicht etwas, was die Welt versteht. Das ist nicht etwas, was du jemandem erklären kannst, der sich nicht erlösen will. Der kann das nicht verstehen, weil er urteilen will, so wie jemand, der sich erlösen will, nicht verstehen kann, warum du Jesus vergeben willst. Der würde sofort sagen, ja, wieso denn Jesus? Der hat doch nichts Böses getan. Warum sollst du dann Jesus vergeben? Weil er dich darum bittet, ihn anders wahrnehmen zu können, nämlich letztendlich überhaupt nicht mehr als Jesus. Was Versuchung ist, kann ich nur erahnen, wenn ich meine Lektionen lerne. Nichts, was die Augen des Körpers zu sehen scheinen, kann irgendetwas anderes als eine Form der Versuchung sein, weil dies der Sinn und Zweck des Körpers ist. Selber war. Doch haben wir gelernt, dass der Heilige Geist eine andere Verwendung für all die Illusionen hat, die du gemacht hast, und deshalb sieht er einen anderen Sinn und Zweck in ihnen. Für den Heiligen Geist ist die Welt ein Ort, an dem du lernst, dir das zu vergeben, was du für deine Sünden hältst. In dieser Wahrnehmung wird die physische Erscheinung der Versuchung zur geistigen Anerkennung der Erlösung. Die physische Erscheinung der Versuchung wird zur geistigen Anerkennung der Erlösung. Das ist, wenn ich
die physische Erscheinung wahrnehme, aber ich erkenne in meinem Geist an, dass ich keine physische Erscheinung bin, dass ich kein Körper bin. Das können meine Augen nicht anerkennen, aber meine Augen erkennen nicht. Das können meine Hände nicht anerkennen, die Hände erkennen aber nicht. Und wenn ich jetzt gesagt habe, meine Hände, dann war das die Versuchung. Meine Augen, dann war das die Versuchung. Ich habe keine Augen, denn ich bin kein Körper. Und das ist es, was du, jeder muss irgendwann an diesen Punkt kommen, jeder kommt an den Punkt. Die Frage ist, wann du den Zeitpunkt wählst. Und es kann sein, dass du zwar den Kurs machst, aber du wagst es immer noch nicht, geistig anzuerkennen, dass du erlöst bist, dass du gar kein Körper bist. Für den Heiligen Geist ist die Welt ein Ort, an dem du lernst, dir das zu vergeben, was du für deine Sünden hältst. Und Sünde ist für mich, ist für uns jeder bedeutungslose Gedanke, den du nicht berichtigen willst. Wo du sagst, in dem Moment, wo du sagst, ich bin ein Körper, würde dich Jesus fragen, Moment, bist du eine Sünde? Bist du ein bedeutungsloser Gedanke? Das sind Fragen, auf die das Ego sicher keine Antwort geben kann. Wenn du aber still genug bist, einfach still genug werden willst, und so wie heute, verwende mindestens einmal 10 oder 15 Minuten darauf, mit geschlossenen Augen darüber nachzudenken. Lass mich meine Funktion nicht vergessen. Und die Übung mit geschlossenen Augen hat immer den Zweck, dass du eine Weile den Körper einfach nicht benutzt. Denn was deine Augen dir zeigen, das bist du nicht. In der Wahrnehmung, in der du dir vergibst, was du für deine Sünden hältst, wird die physische Erscheinung der Versuchung, dass du, der Christus, denke mal dran, du der Christus, nicht du der Mensch, du der Christus, bist versucht zu glauben, dass du eine physische Erscheinung bist. In der Vergebung erkennt dein Geist das an. Selbst wenn du es noch nicht verstehst, aber dein Geist erkennt es an. Das ist wie, angenommen, du bist in einem anderen Land und fragst irgendetwas, fragst, was ist das für ein Gebäude? Und es sagt dir jemand, ja, das ist eine Kirche. Und selbst wenn es für dich nicht wie eine Kirche aussieht, weil in dem Land, in dem du lebst, Kirchen völlig anders aussehen, dann kannst du immer noch anerkennen, dass das eine Kirche ist. Oder es sagt dir jemand, oder du kommst und es sagt dir jemand irgendeinen Brauch, was weiß ich, dass du dir vor dem Essen die Hände waschen sollst.
oder die Füße waschen sollst oder die Schuhe ausziehen sollst. Selbst wenn du das nicht, selbst wenn das nicht deine Erfahrung ist, du kannst es anerkennen als etwas, was, nimm mal den Begriff, in diesem Land so ist. Wenn du in dieser Welt deine Funktion erfüllst, mit diesem Geistestraining, lass mich meine Funktion nicht vergessen. Lass mich meine Funktion nicht vergessen. Vergebend, also, und vergebend heißt ja berichtigend. Und eine Berichtigung ist immer, es ist nicht so, sondern es ist anders. Es ist nicht so. Es ist nicht so. Es ist nicht gut. Es ist bedeutungslos. Es ist nicht böse. Es ist bedeutungslos. Und es geht noch weiter. Ich bin nicht nur nicht ein kranker Körper, sondern ich bin gar kein Körper. Ich bin nicht nur, ich will nicht nur nicht ein Kind sein, das in der Schule verspottet wurde, sondern ich bin gar kein Kind und da gibt es auch keine Schule und es gibt auch niemanden, der mich verspottet hat. Das wäre der Prozess der Vergebung in einer Situation, wo du bis in die letzte Konsequenz erkennst du die Versuchung an, zu glauben, was du überhaupt nicht bist. Und in dieser Wahrnehmung wird die physische Erscheinung der Versuchung zur geistigen Anerkennung der Erlösung. Das ist wie wenn du an einer Tafel stehst, auf der du draufgeschrieben hast. Rom ist die Hauptstadt von England. Und du erkennst geistig an, das stimmt nicht. Du erlöst dich davon. Die physische Erscheinung wird zur geistigen Anerkennung deiner Erlösung. Jetzt hat die Welt für dich vorübergehend. Sie hat keinen Zweck, aber jetzt ist sie ein Mittel, das dem Zweck dient, dich zu erlösen. Weil du die Welt weil du die Bedeutung der Welt, weil du eine völlig andere Bedeutung gibst. Sie soll dir nicht beweisen, dass du ein Körper bist, weil du geistig dich nicht mehr daran bindest, weil du physische Erscheinungen nicht mehr dafür benutzt, um dich geistig daran zu binden, dass du ein Körper bist. Und dir dann auch noch Gedanken machst, ob es deine Versuchung ist, wenn du trinkst, oder ob du der Versuchung entronnen bist, wenn du nicht trinkst. Es ist ein Teil deiner Erlösung, nicht zu trinken, denn wenn du trinkst, bindest du dich auf diese Art und Weise noch mehr. Das könnte aber auch sein, dass du derjenige bist, der sich an die physische Erscheinung bindet, weil er unbedingt nur Fruchtsäfte trinken will. Und jetzt bindest du dich dadurch an deine physische Erscheinung. Jetzt ist Fruchtsaft trinken müssen ein Teil deiner Versuchung. Deine physische Erscheinung für deine Wirklichkeit zu halten und dann glaubst du, du kannst die Wahrheit in Wahrheit muss ich doch auf meinen Körper achten und Fruchtsaft trinken. Jetzt glaubst du, du kannst die Wahrheit von
von Lügen. Na, also der belügt sich doch, der richtet doch seinen Körper völlig zugrunde. Dann glaubst du nicht mehr, dass du das unterscheiden kannst, dann berichtigst du den Fehler deines Bruders. Wenn du der Alki bist, dann berichtigst du den Fehler deines Bruders, sich durch exzessives Fruchtsaft trinken an seine physische Erscheinung zu binden, genauso wie deinen Fehler, dass du dich durch exzessives Alkoholsaufen an deine physische Erscheinung bindest. Das ist natürlich nicht alles, womit du dich bindest. Das ist längst nicht alles. Du bindest dich durch deine Kindheit, durch deine Ernährung, durch die Musik, durch die Vergleiche, die du ziehst, durch die Beziehungen, die du noch zu anderen physischen Erscheinungen hast. Liebesbeziehung zu physischen Erscheinungen, Geschäftsbeziehungen, Mutter-Kind, Freundschaftsbeziehungen, Arbeitsbeziehungen und so weiter. Und das alles ist deine Versuchung. Oder du bindest dich an Länder, an Kulturen, an Philosophien. Und immer steht deine physische Erscheinung, alle physischen Erscheinungen dienen entweder, dass du geistig anerkennst, dass du überhaupt ein Teil der physischen Welt bist und die physische Welt dein Reich ist, völlig egal, ob sie dir gerade gefällt oder nicht. Selbst wenn sie dir nicht gefällt, dann kann das genauso deine Versuchung sein, als wenn sie dir gefällt. Aber das alles erkennst du geistig an. Und deine Versuchung ist, das, was du wahrnimmst, geistig anzuerkennen, als deine Wahrheit. Oder du erkennst es geistig an, dass das alles deiner Erlösung dient, weil du irgendwas begriffen hast oder etwas begreifen willst. Das ist wie wenn du vor der Tafel stehst und du erkennst jetzt geistig an. Nee, also nur weil das da steht, erkenne ich geistig nicht an, dass das wahr ist. Ich bind mich nicht dran, sondern ich benütze das, was da steht, um geistig anzuerkennen, dass ich mich daran nicht binde, dass ich mich davon erlöse. Und dann ist tatsächlich Vergebung deine einzige Funktion, wenn du alles als Fehler siehst. Und das ist halt das, womit du, solange du urteilst, ein unheimliches Problem hast. Aber solange du urteilst, bist du an beides gebunden. Du bist überhaupt gebunden. Du bist gebunden. Wenn wir im Handbuch für Lehrer in der Begriffsbestimmung drittens lesen, Vergebung, Gedankenstrich, des Antlitz Christi, dann steht da, Vergebung ist für Gott und zu Gott hin, aber nicht von ihm. Und das ist so wichtig, denn wenn Vergebung nicht zu Gott hingeht, dann geht sie immer zur Welt. Dann geht sie immer zu deinem Körper. Dann willst du deinen Körper berichtigen. Dann gefällt dir ein Zustand deines Körpers nicht. Und den willst du berichtigen. Der kranke Zustand deines Körpers gefällt dir nicht. Du willst vergeben, damit dein Körper gesund wird.
Eine kriegerische Welt gefällt dir nicht. Die ist dir zu böse. Und du willst aber hier gut sein. Also willst du eine friedliche Welt haben. Es würde deine Vergebung immer zur Welt gehen. Solche Eltern wolltest du nicht. Du wolltest andere. So einen Lehrer wolltest du nicht. So einen Politiker willst du nicht. So eine Diktatur willst du nicht. Du willst lieber eine Demokratie. So eine Frau willst du nicht. Du willst lieber eine andere. So ein Essen magst du nicht. Du magst lieber ein anderes. Den Kunstdünger auf den Feldern magst du nicht. Du magst lieber Bio. Da würde deine Vergebung aber immer für die Welt sein und zur Welt hin. Deine Berichtigung. Und das wäre nicht Vergebung, das wäre Urteil. Das wäre Vergebung zum Zerstören, denn in dieser Welt müsste immer noch alles sterben. Es gibt keine ewigen Körper, auch nicht, wenn sie sich biologisch ernähren. Gibt es nicht. Auch wenn sie noch so gut sind, noch so gesund, noch so schön, noch so barmherzig. Und darum muss die Vergebung für Gott und für Gott hin sein, aber nicht von ihm. Denn wenn sie von ihm wäre, dann müsste Gott doch etwas berichtigen, was er falsch gemacht hat. Er hat aber nichts falsch gemacht. Oder wenn sie von ihm wäre, ja, soll Gott zu einem Menschen werden, zu einem guten Menschen. Wenn sie von ihm wäre, in welche Richtung würde sie dann gehen? In Richtung Welt. Dann würde sie auf ihm ruhen. Dann würde er sich selber berichtigen. Denn auf wem ruht die Vergebung? Auf dem, der sie gibt. In welche Richtung geht sie? Es ist das, was wir verstehen müssen, wenn wir vergeben. Es ist dieses Verständnis nötig, um wirklich zu begreifen, was ist überhaupt Vergebung? Wozu brauchst du sie? Für wen ist sie? Es ist unmöglich, sich irgendetwas zu denken, was er schuf, das der Vergebung bedürfte. Und jetzt würdest du wieder sagen, ja, aber warum soll ich dann Gott vergeben? Weil du immer glaubst, er braucht dann die Vergebung. Nein, sie ist für ihn und zu Gott hin. Das heißt, sie ist zu dir hin. Sie ist für dich, denn du bist in Wahrheit Gott. Du bist immer noch Gott, immer noch wie Gott dich schuf. Aber deine Vergebung ruht auf allen deinen Fehlern, die du dir einbildest, gemacht zu haben, und dadurch erlöst sie dich. Es ist ein Verständnis, das du erwerben musst. Es ist etwas, was du tun musst, damit du es selber vollbringst. Die Vergebung ist also eine Illusion, doch wegen ihres Zweckes, der derjenige des Heiligen Geistes ist, gibt es einen Unterschied. Anders als alle anderen Illusionen führt sie vom Irrtum weg, eben hin zu Gott. Und nicht zu ihm hin, weil wir für Gott vergeben und nicht für die Welt, weil wir nicht die Welt verbessern, weil wir nicht die Welt verändern,
sondern ich muss anderen Geistes werden. Wieder. Die Vergebung könnte eine Art glücklicher Fiktion genannt werden, eine Weise, in der die Nichterkennenden den Graben zwischen ihrer Wahrnehmung und der Wahrheit überbrücken können. Sie können nicht direkt von der Wahrnehmung zur Erkenntnis gehen, weil sie nicht glauben, dass es ihr Wille ist, dies zu tun. Ich gehe doch nicht von der Wahrnehmung zur Erkenntnis, wenn ich ständig von einer Wahrnehmung, die mir nicht gefällt, in eine Wahrnehmung gehen will, die mir besser gefällt. Dann gehe ich doch gar nicht zur Erkenntnis. Ich will Illusionen verbessern, aber ich will mich nicht von ihnen erlösen. Wenn aber meine Vergebung nicht von einem kranken Körper zu einem gesunden Körper geht, wohin geht sie dann? Dann geht sie bis zu Gott. Wenn aber meine Vergebung lediglich von einem kranken Körper zu einem gesunden gehen soll, dann geht sie auch nur zu einem gesunden Körper. So lang, bis ich begreife, dass ich auch als gesunder Körper immer noch nicht bei Gott angelangt bin, sondern immer noch hier bin, immer noch. Selbst das Erwünschte kann unwillkommen werden. Das muss so sein, weil das Ego nicht in Frieden sein kann. Das steht in dem 7. Absatz, Vergebung des Antlitz Christi. Und das ist es, was ich letztlich begreifen muss. Dann habe ich den gesunden Körper. Bin ich dann glücklich? Nein, mir wird mein gesunder Körper sehr schnell überdrüssig. Ich fühle mich langweilig. Was mache ich jetzt mit meinem gesunden Körper? Er wird mir überdrüssig. Ich habe ein schönes Haus. Es ist mir überdrüssig. Ich fühle mich in dem Haus nicht wohl. Dann habe ich ein schönes Haus, dann will ich in Urlaub fahren. Na, wozu habe ich dann ein schönes Haus gebaut? Dann bin ich in Urlaub gefahren. Dann bin ich da 3 Wochen. Dann wird mir da wieder langweilig. Das wird mir überdrüssig. Warum? Warum? Weil das muss so sein, weil das Ego nicht in Frieden sein kann. Doch der Wille als die Gabe Gottes ist konstant. Und was er gibt, ist immer wie er selbst. Das ist der Zweck von Christi Antlitz. Es ist die Gabe Gottes, um seinen Sohn zu erlösen. Erst wenn du das Antlitz Christi einen Augenblick geahnt, gesehen, geschaut hast, wirst du zufrieden sein. Innerhalb der Wahrnehmung. Und wirst nur noch das anstreben. Weil du weißt, dass alles andere, mag es so erwünscht sein, wie es ist, es wird unwillkommen werden. Und da musst du dich gar nicht dafür beschuldigen, dass du unzufrieden bist, sondern du könntest begreifen, dass du mit dem Ego immer unzufrieden sein wirst, immer, weil dich ein gesunder Körper nicht erlöst. Von deinem Konflikt, von deinem Unfrieden, weil dich dein schönes Haus nicht erlöst, weil dich der Urlaub nicht erlöst, weil dich der Lottogewinn nicht erlöst. Er löst dich nicht. Und das ist es, was du irgendwann auch begreifst. Also bleibt deine Berichtigung. Die Berichtigung
nicht in der Welt, sondern irgendwann hast du ein völlig anderes Ziel. Wofür berichtigst du dann? Wofür? Für Gott. Und darum musst du jetzt in deine Berichtigung auch das einbeziehen, was vorher das Berichtigungskriterium gewesen wäre. Wenn du jetzt krank bist, dann berichtigst du dich nicht nur so lange, bis du einen gesunden Körper hast, sondern du findest dein Bedürfnis bereits. Angenommen, du hast einen Partner, der gesund ist und du bist der Kranke, oder einen Freund oder einen Nachbarn. Es ist nicht schwer, jemanden zu finden, der gesund ist, wenn du krank bist. Dann beziehst du ihn in deine Berichtigung noch mit ein. Und das hast du vorher nicht gemacht. Da war er das Ziel deiner Berichtigung. So will ich werden. Den Job möchte ich haben. So ein Haus möchte ich haben. So einen Körper. So soll die Welt sein. Dann schaust du aber nicht das Antlitz Christi, dann siehst du ja nur wieder, wenn du berichtigst, siehst du während der Berichtigung schon. Während du berichtigst, siehst du das, was das Ziel deiner Berichtigung ist. Was anderes siehst du nicht. Das ist deine Zielvorstellung und die willst du erreichen. Und jetzt schau dir mal, halt mal einen Augenblick, vielleicht mit geschlossenen Augen inne und schau, ob du wirklich ein konstantes Ziel hast. Angenommen, dein Körper ist krank. Hast du ein ganz klares, konstantes Ziel? Gibt es den geheilten Körper? Wo du so lange vergibst, bis du den geheilten Körper hast, hast du da eine klare Vorstellung? Oder wenn du, nimm mal die ganze Erde, wie würde denn eine geheilte Erde aussehen? Wie denn, Bruder? Da hattest du noch nie eine klare Vorstellung. Wie sieht denn ein geheiltes Meer aus? Wie denn? Wann ist das Meer geheilt? Angenommen, du bist einer von denen, die irgendwie noch glauben, ja, es wäre deine Funktion, ans Meer zu fahren und dann Gebet zu sprechen und deine Hände über das Meer zu halten und das Meer zu heilen. Wie sieht's aus, wenn es geheilt ist? Gibt's dann noch Haie? Wenn du dich in die Heilung mit einbeziehst, dich, irgendwann akzeptierst du, dass deine Versuchung die ist, die physische Erscheinung zum Ziel deiner Vergebung zu machen. Die Welt. Und so lange zu vergeben, bis die Welt so aussieht, dass sie dir passt. Das ist wie wenn du in der Früh vorm Spiegel stehst und du willst erst dann vom Spiegel weggehen, bis du so aussiehst, dass du hundertprozentig mit dir zufrieden bist. Warst du das jemals? Glaubst du, es gibt den Menschen,
der so lange vorm Spiegel gestanden ist, bis er davon weggegangen ist und hundertprozentig mit sich und der Welt, die er dann betritt, zufrieden war? Für wen ist die Vergebung? Was ist deine Funktion? Klar, du hast die Funktion zu berichtigen. Das glaubt jeder, dass er irgendetwas berichtigen muss. Um unsere letzten Lektionen zu wiederholen, deine Funktion hier ist, das Licht der Welt zu sein. Eine Funktion, die dir von Gott gegeben ist. Wenn ich das Licht der Welt bin, wie viel muss ich mich berichtigen, bis ich mich als das Licht der Welt sehe? Habe ich da eine physische Erscheinung? Bin ich da die Sonne? Oder bin ich ein Jupitermond, der leuchtet? Die Sonne ist eine physische Erscheinung. Wie viel muss ich berichtigen in meinem Geist? Muss ich vielleicht tatsächlich die Wahrnehmung jeder physischen Erscheinung wirklich nur dafür benutzen, für Gott hin zu vergeben, bis ich mich überhaupt nicht mehr als physische Erscheinung wahrnehmen will? Deine Funktion hier ist, das Licht der Welt zu sein. Eine Funktion, die dir von Gott gegeben ist. Es ist nur die Arroganz des Ego, die dich dazu führt, dies in Frage zu stellen, und nur die Angst des Ego, die dich dazu bewegt, dich als der Aufgabe unwürdig zu betrachten, die dir von Gott selbst zugewiesen wurde. Die Erlösung der Welt erwartet deine Vergebung, weil durch sie der Sohn Gottes allen Illusionen und damit jeder Versuchung entrinnt. Der Sohn Gottes bist du. Und der Sohn Gottes ist keine physische Erscheinung in einer physischen Welt. Er ist das nicht. Der Sohn Gottes bist du. Nur indem du die Funktion erfüllst, die dir von Gott gegeben wurde, kannst du glücklich werden. Ich glaube immer wieder, ich habe irgendein Berichtigungsmodell von mir und von der Welt. Und ich würde nicht danach streben, wenn ich nicht glauben würde, dass mich das glücklich machen würde. Und solange ich glaube, dass mich physische Erscheinungen darum bitten, dass ich ihnen helfe, ihre physische Erscheinung zu verbessern, zu berichtigen, damit sie glücklich werden, fehlt mir die Anerkennung dessen, dass ich nicht eine physische Erscheinung bin, sondern der Sohn Gottes. Und wie kann der Sohn Gottes allen Illusionen entrinnen, solange ihm eine noch lieb und teuer ist? Eine einzige. Es ist die Kompromisslosigkeit der Erlösung, in der du akzeptieren sollst,
dass Vergebung hin zu Gott deine einzige Funktion ist. Erst wenn du nur noch das einen Augenblick wahrnimmst, was Gott erschaffen hat, deinen Geist, und er zeigt dir auf der Ebene der Wahrnehmung dein Antlitz, dann hast du vergeben, um zu erlösen, um den Sohn Gottes zu erlösen von allen anderen physischen Erscheinungen, die er nicht ist. Nur indem du die Funktion erfüllst, die dir von Gott gegeben wurde, kannst du glücklich werden. Es ist nämlich deine Funktion, glücklich zu sein, indem du die Mittel benutzt, durch die das Glück unumgänglich wird. Es gibt keinen anderen Weg. Deshalb ist jede Entscheidung, deine Funktion zu erfüllen oder nicht, in Wahrheit die Entscheidung, glücklich zu sein oder nicht. Und du kannst dir jede physische Erscheinung benutzen, entweder um dich daran zu binden und die Welt daran zu binden, oder dich davon zu erlösen, indem du geistig anerkennst, dass es nicht darum geht, physische Erscheinungen für physische Erscheinungen zu vergeben, zu berichtigen, sondern physische Erscheinungen für Gott hin zu berichtigen. Und das führt dich über die physischen Erscheinungen hinaus zu Gott. Das ist die letzte Illusion, weil aus ihr keine weiteren physischen Erscheinungen mehr hervorgehen sollen. Eben nicht. Und du hast die Macht in deinem Geist, weitere physische Erscheinungen zu machen oder alte physische Erscheinungen nochmal zu machen. Klar, Zeit ist eine Illusion. Natürlich kannst du nochmal eine Steinzeit machen. Du kannst nochmal zum Neandertaler werden. Klar, das ist kein großes Problem. Das Problem wäre nur, du hättest dich wieder nicht für Gott hin erlöst, sondern wieder für physische Erscheinungen. Wenn du diese physischen Erscheinungen aber nur benutzt, um geistig anzuerkennen, dass du keine dieser Erscheinungen bist, auch keine sein willst, sondern sie nur benutzt. Das ist wie wenn du, es ist nicht schwer, das zu verstehen, wenn du dich in den Finger geschnitten hast, dann hast du zwei Möglichkeiten. Du lässt es so, wie es ist, und willst gar nicht, dass das heilt. Es ist nur ein Gleichnis, du kannst es nicht vollständig, such nicht eine vollständige Theorie. Sie ist nur als Lernhilfe. Oder du siehst die Wunde und stellst dir einen Finger vor, in dem keine Wunde ist. Und vergibst, bis die Wunde wieder geheilt ist. Dann muss aber aus der Vergebung des wunden Fingers ein gesunder Finger hervorgehen, weil der gesunde Finger das Ziel deiner Vergebung ist. Wofür vergibst du? Für einen gesunden Finger. Den hattest du aber vorher schon. Also bleibst du lediglich weiterhin mit deiner Vergebung in der Welt.
Und das ist es, wie du normalerweise vergibst. Weil du dich für eine physische Erscheinung hältst. Jetzt könnte das Ego fragen, ja, heißt das, dass ich, wenn ich mich in den Finger geschnitten habe, dass ich nicht den Finger heilen soll? Der Kurs würde dir eine Botschaft geben, die du sehr genau in den Anweisungen befolgen sollst. Er würde dir sagen, während du um den Finger noch entweder ein Pflaster tun kannst oder nicht, das spielt keine Rolle. Was spielt eine Rolle? Versuch, über den Körper hinaussehen zu wollen. Erkenne an, dass du kein Körper bist. Denn es kann sein, dass du kein Pflaster hast. Es kann sein, dass du eins hast, spielt keine Rolle. Vergiss deine eigentliche Funktion nicht. Es spielt keine Rolle, ob du ein Pflaster drauf tust oder nicht. Das hat vorher die einzige Rolle gespielt. Um zu glauben, wenn du ein Pflaster drauf tust, dann bist du gut, dann heilst du. Und wenn du keins drauf tust, dann heilst du nicht. Es ist nur ein Gleichnis. Was du mit dem Körper machst, spielt letztlich keine Rolle. Was du mit dem Geist anerkennst, wofür benutzt du den Körper? Um dich damit zu identifizieren? Oder gehst du in deiner Übung tatsächlich darüber hinaus? Und öffnest deinen Geist für deine Funktion. Ein Pflaster auf dem Körper zu tun, ist nicht eine Funktion des Geistes. Das ist nicht Vergebung. Das ist was, was du mit deinen Händen machst. Ein Pflaster drauf tun oder nicht. Das ist shit egal. Magst du das tun, magst du es nicht tun. Aber was tust du währenddessen wirklich in deinem Geist? Öffnest du deinen Geist für die Vergebung für Gott hin? Solange bist du durch ganz viel Übung wirklich in deinem Geist allmählich was anderes siehst, weil es dir nicht ständig, wenn mit dem Körper was ist, es dir wieder um den Körper geht. Es ist dieser kleine geistige Schritt, der es dir ermöglicht, in deinem Geist ein anderes Bild entstehen zu lassen. Wobei die Lektion diese Bedingungen erfüllt. Nur indem du die Funktion erfüllst, die dir von Gott gegeben wurde, kannst du glücklich werden. Es ist nämlich deine Funktion, glücklich zu sein, indem du die Mittel benutzt, durch die das Glück unumgänglich wird. Es gibt keinen anderen Weg. Deshalb ist jede Entscheidung, deine Funktion zu erfüllen oder nicht, in Wahrheit die Entscheidung, glücklich zu sein oder nicht. Und dann wirst du, wenn du dich in den Finger schneidest oder wenn jemand stirbt oder wenn jemand krank ist, wirst du lernen,
Und es wird sich für dich etwas anderes manifestieren in deinem Gewahrsein. Und der Körper wird in seiner Wichtigkeit dadurch abnehmen, weil es dir geistig in der Berichtigung endlich um die Berichtigung geht, um die es ansonsten nie geht. Weil es dir immer nur um die Berichtigung physischer Erscheinungen geht. Es sei denn, du vergibst für Gott hin und akzeptierst, der Sohn Gottes bin ich. Und der Sohn Gottes ist kein Körper, also muss meine Berichtigung in eine andere Richtung gehen. Und da kann ich die Idee der Berichtigung nehmen. Denn wenn mein Körper krank ist, und ich glaube, ich bin in Wahrheit ein gesunder Körper, dann geht meine Berichtigung immer in Richtung gesunder Körper. Also muss ich irgendwann anerkennen. Moment, und wenn mein Körper krank ist, nehme ich ja auch keinen gesunden Körper wahr. Wahrnehmen tue ich ja einen kranken Körper. In meinem Geist habe ich aber das Bild meines gesunden Körpers. Im Geist nehme ich ein anderes Bild wahr. Ich habe eine Vision in meinem Geist, die Vision eines gesunden Körpers. Oder ich wohne in einem winzig kleinen, feuchten Zimmer, will da nicht sein, nehme ich aber in einem feuchten Zimmer mit offenen Augen wahr. In meinem Geist habe ich aber die Vision eines schönen Hauses. Und dahin würde meine Berichtigung gehen, meine Vergebung gehen. Und ich würde alles Mögliche tun, um mit offenen Augen meinen Körper in einem schönen Haus wahrnehmen zu wollen. Es wären aber wieder die Augen meines Körpers, die dann ein schönes Haus sehen würden. Es gibt aber in mir eine Vision, die werden die Augen meines Körpers nie sehen, aber ich kann lernen, dass mein Geist etwas sehen kann, was meine Augen auch sehen können. Es gibt aber etwas, das kann mein Geist sehen und das werden meine Augen nie sehen können. Aber mein Geist kann es sehen. Und wenn mein Geist das gesehen hat, das, dann habe ich ein Ziel, was ich mit dem Körper gar nicht mehr erreichen will, wo ich also, um das Ziel zu erreichen, den Körper ablegen werde. Es gibt auch ein Ziel, wo ich in meinem Geist das Ziel habe, dass mein Körper tot ist. Das nehmen meine Augen aber auch wahr, denn meine Augen nehmen sehr wohl wahr, wenn ein anderer Körper gestorben ist. Also werden andere Augen auch wahrnehmen, wenn mein Körper gestorben ist. Es gibt aber ein Ziel, das nehmen die Augen keines Körpers jemals wahr. Und dafür kann ich meinen Geist öffnen. Und das kann mein Geist genauso sehen, wie er etwas sehen kann, was die physischen Augen noch nicht sehen.
Es ist das, was wir nennen die Schau Christi, die rein geistige Schau, die mit allen geteilt wird. Und wenn deine Vergebung in die Richtung geht, dann erst wirst du eine glückliche Schau haben, weil die tatsächlich konstant bleibt, wenn die erreicht ist. Weil du immer wieder zu dieser Schau zurückkehren wirst. Lass uns heute daran denken. Lass uns dies am Morgen und nochmals am Abend und ebenso den ganzen Tag lang in Erinnerung rufen. Bereite dich im Voraus auf alle Entscheidungen vor, die du heute treffen wirst, indem du daran denkst, dass sie alle in Wirklichkeit ganz einfach sind. Jede führt entweder zu Glück oder zu Unglück. Kann eine so einfache Entscheidung wirklich schwer zu treffen sein? Erlaub dir, wenn die Frage gestellt wird, zu hören, dass du Nein denkst und vielleicht sogar deinen Körper als Lernhilfe benutzt und Nein sagst. Mit deinem Mund, sodass es deine Ohren hören. Lass dich nicht durch die Form der Entscheidung täuschen. Komplexität der Form lässt nicht auf Komplexität des Inhalts schließen. Es ist unmöglich, dass irgendeine Entscheidung auf Erden einen anderen Inhalt haben könnte als diese einfache Wahl. Es ist die einzige Wahl, die der Heilige Geist sieht, deshalb ist es die einzige Wahl, die es gibt. Lass uns also heute die folgenden Leitgedanken einüben. Lass mich meine Funktion nicht vergessen. Lass mich nicht versuchen, die Funktion Gottes durch die meine zu ersetzen. Lass mich vergeben und glücklich sein. Verwende mindestens einmal 10 oder 15 Minuten darauf, mit geschlossenen Augen darüber nachzudenken. Darauf bezogene Gedanken werden dir zur Hilfe kommen, wenn du dich an die entscheidende Wichtigkeit deiner Funktion für dich und für die Welt erinnerst. Verwende während der häufigen Anwendungen des heutigen Leitgedankens tagsüber mehrere Minuten darauf, diese Gedanken zu wiederholen und dann über sie und nur über sie nachzudenken, nachzusinnen. Das wird schwierig sein, besonders am Anfang, weil du ungeübt bist in der geistigen Disziplin, die dazu erforderlich ist. Es ist möglich, dass du den Gedanken »Lass mich meine Funktion nicht vergessen« recht oft wiederholen musst, um dir zur Konzentration zu verhelfen. Zwei Formen kürzerer Übungszeiten sind erforderlich. Führe die Übungen zu bestimmten Zeiten mit geschlossenen Augen durch und versuche dich auf die Gedanken zu konzentrieren, die du verwendest. Behalte zu anderen Zeiten die Augen offen, nachdem du die Gedanken wiederholt hast, und sieh dich dann langsam und ohne auszuwählen um und sage dir, dies ist die Welt, die zu vergeben meine Funktion ist. Es ist die ganze Welt, die ich berichtigen muss. Das heißt, ich schaue mich nicht um und bleib irgendwo stehen und sag, so ist es richtig. Sondern die ganze Welt muss ich vergeben.
Und selbst wenn ich irgendwo das ist halt die Übung. Normalerweise schaue ich mich in der Welt um und sehe Dinge, die mir nicht gefallen. Und irgendetwas sehe ich und sage, das gefällt mir. So soll es sein. Und jetzt schaue ich über das hinaus. Angenommen, ich schaue mich in meinem Zimmer um oder in einem Raum um und ich sehe, also so ein Kissen will ich nicht. Eine Plastiklampe will ich nicht. Ein eingeschweißtes Plastikding will ich nicht. Irgendwelche Plastikfiguren will ich nicht. Aber eine Orchidee, so sollte die Welt sein. Nee. Lass mich meine Funktion nicht vergessen, wenn ich eine Orchidee sehe. Lass mich meine Funktion nicht vergessen, wenn ich einen gesunden Menschen sehe. Lass mich meine Funktion nicht vergessen, wenn ich jemanden sehe, der den Job hat, den ich nicht habe. Lass mich meine Funktion nicht vergessen, wenn ich mich an meine Beziehung erinnere, wie sie früher war, wo wir noch viel miteinander geredet haben und noch ganz viel gekuschelt haben. Und lass mich meine Funktion nicht vergessen. Lass sie mich überhaupt nicht vergessen in der Welt, denn es bleibt bei der Vergebung. Es bleibt dabei. Und wenn ich mich wieder umschaue, bleibt es dabei. Und ich bleibe bei keinem stehen und sage, so soll's sein. So will ich's haben. Denn jetzt geht meine Vergebung, sie ist für Gott. Die Vergebung könnte eine Art glücklicher Fiktion genannt werden. Eine Weise, in der die Nichterkennenden den Graben zwischen ihrer Wahrnehmung und der Wahrheit überbrücken können. Also brauchen Sie eine Illusion von Hilfe, weil Sie hilflos sind, einen Gedanken des Friedens, weil Sie in Konflikt sind. Und mir wird ja weiter unten gesagt, auch das Erwünschte kann unwillkommen werden. Und wenn ich ehrlich bin, wenn ich wirklich ehrlich bin und auf mein Leben zurückschaue hier, dann gibt es nichts, was ich mir gewünscht habe, was nicht auch unwillkommen war. Also war ich immer in Konflikt. Das Einzige, was nicht unwillkommen sein wird, ist das Antlitz Christi. Gott weiß, was sein Sohn braucht, bevor er darum bittet. Er befasst sich überhaupt nicht mit der Form, da er jedoch den Inhalt gegeben hat, ist es sein Wille, dass er verstanden werde, und das genügt. Das Antlitz Christi muss gesehen werden, bevor die Erinnerung an Gott zurückkehren kann. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich hab's aber noch nicht gesehen, warum hast du es nicht gesehen? Weil du in deiner Vergebung irgendwo stehen geblieben bist und gesagt hast, das wäre doch aber schön, wenn das so wäre. Vergebung ist für Gott und zu Gott hin. Das Antlitz Christi zu sehen, beinhaltet Wahrnehmung. Niemand kann auf Erkenntnis schauen. Doch das Antlitz Christi ist das große Symbol der Vergebung. Es ist die Erlösung.
ich lebe in dieser Welt mit Symbolen. Ich habe hier nur Symbole. Wenn mir ein Essen nicht schmeckt, habe ich ein anderes Essen. Und das soll mich von dem, dass mir das eine Essen nicht schmeckt, erlösen. Von dem schlechten Geschmack soll mich ein Essen, das besser schmeckt, erlösen. Denn ich will diesen schlechten Geschmack nicht haben. Von einem Anblick, der mir nicht gefällt, soll mich ein Anblick, der mir gefällt, befreien. Und ich bin erst dann befreit, wenn ich einen Anblick habe, der mir gefällt. Wenn ich eine Musik höre, die mir nicht gefällt, dann soll mich eine Musik, die mir gefällt, von der Musik, die mir nicht gefällt, erlösen. Denn ganz ohne Musik, ganz ohne Essen, ganz ohne Anblick will ich auch nicht sein, denn dann habe ich ja gar nichts. Dann bin ich ja nicht erlöst. Ich meine, wenn ein schlechtes Essen auf dem Tisch steht, gar kein Essen ist ja nicht die Lösung. Gar keine Wahrnehmung ist nicht die Lösung. Tot sein ist nicht die Lösung, die Welt nur zu zerstören und überhaupt nichts mehr wahrzunehmen, ist nicht die Lösung. Wenn du dich von einem Partner, der dir nicht gefällt, trennst, dann hast du vielleicht eine Zeit lang sozusagen die Schnauze von Partnern voll. Aber irgendwann willst du doch wieder einen Partner haben. Was für einen, der dir gefällt, der dich liebt, mit dem es schön ist. Irgendeine Wahrnehmung brauchst du. Sie können nicht direkt von der Wahrnehmung zur Erkenntnis gehen. Also brauchen sie eine Illusion von Hilfe, weil sie hilflos sind, einen Gedanken des Friedens, weil sie in Konflikt sind. Gott weiß, was sein Sohn braucht, bevor er darum bittet. Er befasst sich nicht mit der Form. Er befasst sich nicht mit dem Antlitz Christi. Er hat den Inhalt gegeben. Aber die Form des Antlitz Christi zeigt dir den Inhalt, den Christus. Der Körper kann dir nicht den Christus zeigen, weil der Christus nicht in einem Körper wohnt. Das sind Lernhilfen, die wir brauchen. Die Vergebung ist auch ein Symbol. Doch als Symbol nur seines Willens kann sie nicht zerteilt werden in zwei unterschiedliche Symbole. Yin und Yang, männlich, weiblich, was weiß ich was, geht nicht. Es ist ein Symbol seines Willens. Denn sein Wille ist nicht zerteilt, ist nicht gespalten, ist einer. Und so wird die Einheit, die sie widerspiegelt, zu seinem Willen. Sie ist das Einzige, was noch teilweise in der Welt und dennoch die Brücke zum Himmel ist. Der Wille Gottes ist alles, was es gibt. Wir können nur vom Nichts zu allem gehen, von der Hölle zum Himmel. Ist das eine Reise? Nein, nicht in Wahrheit, denn die Wahrheit geht nirgendwo hin. Doch Illusionen wechseln von Ort zu Ort, von Zeit zu Zeit. Der letzte Schritt ist auch nur ein Wechsel. Als Wahrnehmung ist er zum Teil unwirklich. Und doch wird dieser Teil verschwinden. Was bleibt,
ist ewiger Frieden und der Wille Gottes. Es gibt jetzt keine Wünsche mehr, denn Wünsche ändern sich. Selbst das Erwünschte kann unwillkommen werden, das muss so sein, weil das Ego nicht in Frieden sein kann. Doch Wille als die Gabe Gottes ist konstant. Und was er gibt, ist immer wie er selbst. Das ist der Zweck von Christi Antlitz. Es ist die Gabe, um seinen Sohn zu erlösen. Schau nur darauf und dir ist vergeben worden. Wie lieblich wird die Welt in eben jenem einen Augenblick, in dem du die Wahrheit über dich dort wiedergespiegelt siehst. Ich muss immer wieder in meinen Geist schauen. Angenommen, ich habe einen Nachbarn, der macht irgendetwas, was mir nicht gefällt. Selbst wenn er ein Nachbar ist, der dann das nicht mehr macht, was mir nicht gefällt, sondern etwas tut, was mir gefällt, wird das unerwünscht werden. Ich werde nicht in alle Ewigkeit mit ihm zusammen sein wollen. Ganz sicher nicht. Es wird wieder was geben, was mir unerwünscht ist. Wenn ich aber, und es geht um Wahrnehmung, wenn ich so lange vergeben will, bis ich in meinem Geist nicht einen guten, barmherzigen Nachbarn sehen will, im Vergleich zu einem grausamen und lieblosen Nachbarn, dann muss ich viel mehr vergeben, als ich sonst immer vergeben habe. Ich muss viel mehr berichtigen. Ich muss meine Gedanken, die Bilder sind, die muss ich aufgeben wollen. Bis ich das Antlitz Christi, weil ich lehre, ich will das Antlitz Christi sehen, werde ich es auch sehen. Ich muss nur aufpassen, ob ich es auch wirklich lehre oder ob ich nicht sage, ich möchte aber gern einen Nachbarn sehen, der auf meinen Hund Rücksicht nimmt. Ich möchte aber einen Nachbarn sehen, der die Musik leiser macht. Dann werde ich immer so einen Nachbarn sehen. Wenn ich aber einen Augenblick wirklich die Augen zumache und sage, Moment, das wäre immer noch nicht der Sohn Gottes. Ich muss einen Begriff lehren, den ich noch nicht wahrnehme. Dann muss ich in meiner Wahrnehmung, wenn auf der linken Seite meines Grundstücks ein Nachbar ist, dessen Musik ich mag oder der sie so leise macht, dass sie mich nicht stört, muss ich darüber auch noch hinwegsehen wollen. Denn ich will auch in diesem Nachbarn lieber das Antlitz Christi sehen. Dann geht meine Vergebung allmählich wirklich zu Gott, das heißt, sie endet bei Gott und nicht vorher. Sie ist bis hin zu Gott, sie ist für Gott. Ich will den sehen, den mein Vater schuf und niemanden anderen. Sie reicht dann tatsächlich bis zum Himmel. Meine Vergebung, die in der Welt beginnt, wird zu einer Brücke, die bis in den Himmel reicht. Sie geht über die Welt hinaus. Sie endet nicht bei meinem Nachbarn. Sie endet nicht in der Welt,
sondern sie führt darüber hinaus. Wie lieblich wird die Welt in eben jenem einen Augenblick, in dem du die Wahrheit über dich dort wiedergespiegelt siehst. Jetzt bist du sündenlos und erblickst deine Sündenlosigkeit. Jetzt bist du heilig und nimmst es wahr. Und jetzt kehrt der Geist zu seinem Schöpfer zurück, zur Verbindung des Vaters und des Sohnes, zur Einheit der Einheiten, die hinter allen Verbindungen steht, doch jenseits ihrer aller. Gott wird nicht gesehen, nur verstanden. Sein Sohn wird nicht angegriffen, sondern wiedererkannt. Ich kann dann sehr wohl allmählich wahrnehmen, dass all die Bilder, alles, worüber ich so rede, alles, wo ich berichtigen will, was ist das Ziel meiner Berichtigung? Geht sie bis Gott? Ist sie für Gott? Nimmt sie diesen Kurs? Oder verwende ich lediglich mein eigenes vergangenes Lernen, um zu vergeben? Ist meine Vergebung für eine Mutter, die mich liebt? Oder für einen Bruder, so wie Gott ihn schuf? Was ist der Zweck? Was ist das Ziel meiner Vergebung? Wen will ich sehen? Und warum sollte ich da nicht die Augen immer wieder zumachen und dann sehen, Moment, dies ist nicht nur ein Teil der Welt, den zu erlösen, den zu berichtigen, meine Vergebung, meine Funktion ist, sondern dies ist die Welt, die zu erlösen, meine Funktion ist. Und was sollst du dabei fühlen? Glücklich sollst du sein. Denn das ist dein Glück, dass du das tun kannst. Jede führt entweder zu Glück oder zu Unglück. Und klar, warum soll das nicht ein Glück sein, das du noch nicht kennst? Weil es ein Glück ist, in dem dich überhaupt nichts verletzen kann. Gar nichts. Es wird nicht unerwünscht werden, dieses Glück. Es wird nicht etwas sein, was dich einen Moment glücklich macht und dann ist es doch wieder unerwünscht, weil du seiner überdrüssig wirst. Sondern es wird dich tatsächlich glücklich machen. Und du wirst damit die Welt glücklich machen. Die Erlösung der Welt erwartet deine Vergebung, weil durch sie der Sohn Gottes allen Illusionen und damit jeder Versuchung entrinnt. Der Sohn Gottes bist du. Es ist die Versuchung, Gott und seinen Sohn dadurch im Stich zu lassen, dass du eine physische Erscheinung annimmst. Diese ist es, auf die des Körpers Augen blicken. Für den Heiligen Geist ist die Welt ein Ort, an dem du lernst, dir das zu vergeben, was du für deine Sünden hältst. In dieser Wahrnehmung wird die physische Erscheinung der Versuchung zur geistigen Anerkennung der Erlösung. Und falls du das nicht verstehst, du hast immer die Möglichkeit zu sagen, Heiliger Geist,
dann zeig mir die Blockade, warum ich das nicht verstehe. Ich will sie aufgeben. Dann hilf mir, das zu verstehen. Auf irgendeine Art und Weise. Mit einem Wort, mit einem Gefühl, durch irgendeinen Umstand, durch irgendeine Begebenheit. Lass mich meine Funktion nicht vergessen. Lass mich vergeben und glücklich sein. Und wenn du magst, kannst du ja im Handbuch in der Begriffsbestimmung drittens Vergebung, Gedankenstrich des Antlitz Christi, noch zur Unterstützung als Verständnishilfe für die heutige Lektion benutzen. Mich soll die Vergebung immer von irgendetwas wegführen und immer zu irgendetwas anderem hin. Denn das ist die Aufgabe der Vergebung, mich von etwas, was ich nicht will, wegzuführen und zu etwas hin, was ich will. Das ist die Idee der Berichtigung. Ganz klar. Aber was nützt es dir, von Illusion zu Illusion zu gehen? Es gibt eine Vergebung, die führt dich von allen Illusionen weg, zur Wahrheit. Und das ist die einzige Vergebung, die für dich einen Sinn ergibt. Denn du selber bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also muss die Vergebung dich zu dir führen und nicht zu irgendwelchen Illusionen. Mag sein, dass dir manche Illusionen immer noch lieber sind als andere. Hier kennt der Heilige Geist deine Bedürfnisse. Er wird sie berücksichtigen. Er wird sie lediglich nicht dazu betonen, dass du stecken bleibst. Er wird sie nicht dafür benutzen, um dich daran zu binden. Und darum, egal was du siehst, Vergebung führt nicht zu etwas, was du siehst, sondern sie führt dich zu Gott. Das ist dein Weg zu Gott. Es ist völlig klar, dass dich das glücklich macht. Ist es nicht Gnade, dass es völlig egal ist, welche Illusion für dich gerade wirklich ist? Du kannst darüber hinausgehen. Du kannst weiter berichtigen und musst dich nicht mit dem begnügen, was du schon erreicht hast.
Es gibt Millionäre, die würden gerne darüber hinausgehen, haben aber panische Angst, darüber hinauszugehen, weil sie glauben, sie verlieren dann wieder alles. Es gibt kranke und arme Menschen, die könnten darüber hinausgehen, haben aber panische Angst, sie würden das verlieren und noch kränker und noch ärmer werden. So musst du sehen. Während die Vergebung aber das Mittel ist, um tatsächlich darüber hinausgehen zu können, ohne dass es dir schlechter gehen soll als vorher, eben nicht. Unerwünscht wird jeder Wunsch irgendwann. Das heißt, jeder Wunsch macht dich irgendwann unglücklich. Also ist die Entscheidung tatsächlich so einfach, wie es da steht. Wenn du glücklich werden willst, scher dich nicht drum, ob du das Antlitz Christi siehst, lehre es so lange, bis du siehst. Als Ziel deiner Vergebung. Und wenn du dann halt mal ganz still werden musst, eine Zeit lang, das macht doch nichts. Wenn ich nicht mehr urteile und sage, das, was ich jetzt mache, ist falsch, dann strebe ich nicht mehr nach dem, was richtig ist. Und wenn ich nicht mehr sage, das, was ich jetzt mache, ist richtig, dann binde ich nicht mehr an, dann binde ich mich nicht mehr dran, nur weil es richtig ist, sondern dann benütze ich es als Hilfe, mich zu erlösen. Und dann nehme ich's anders wahr. Dann sind alle Dinge einfach nur hilfreich. Denn weder will ich, aber solange ich denke, das ist falsch, strebe ich nach etwas, was richtig ist, in der Absicht, mich dran zu binden. Und dann binde ich mich auch dran, weil es ja richtig ist. Und ich binde mich in der Vorstellung schon dran. Ich kann nicht mehr in der Vorstellung über das Bild hinausgehen, weil ich ja danach streben muss. Und ich gehe nie über das hinaus, wonach ich strebe. Das, wonach ich strebe, ist immer das Ziel. Wenn ich aber das Antlitz Christi zum Ziel habe, dann werde ich über alle anderen Ziele hinausgehen, während ich einmal da bin und einmal da. So lange, bis ich dieses Ziel erreicht habe. Und ich werde es erreichen, weil es mein Ziel ist.
weil ich es anstrebe. Ich erreiche es nur dann nicht, wenn ich ein anderes Ziel anstrebe. Denn nochmal, ich gehe nicht über das hinaus, was ich anstrebe. Kann ich gar nicht. Und ich bleibe auch nicht vorher stehen. Es ist immer der Weg, immer identisch mit dem Ziel. Das heißt, mein Weg ist nie länger als das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Ich brauche jetzt aber einen längeren Weg. Der geht über meine bisherige Wahrnehmung hinaus. Also halt nicht inne. Setz dir das Antlitz Christi zum Ziel. Und wann immer irgendein Antlitz in dir auftaucht, wo du ganz einfach weißt, das ist nicht das Antlitz Christi, das ist ein schöner Körper, das ist ein gesunder Mensch, das ist eine, was weiß ich, tolle Situation, dann bleib in der Vergebung. Das heißt, bleib in der Berichtigung. Das ist halt die Disziplin. Und das geht mit geschlossenen Augen sehr wohl, wenn du dir dafür immer wieder mal Zeit nimmst. Und alle Tätigkeiten und die Welt wird dann tatsächlich zu dem Mittel. Das heißt, die Welt wird dann zu der offenen Tür, durch die du durchgehst. Die Welt wird zum Weg, weil sie nicht mehr das Ziel ist. Aber es wird nicht nur die Welt zum Weg, sondern der Weg führt über die Welt noch hinaus. Durch deine Vergebung. Vergebung ist für Gott und bis hin zu Gott. Ich fühle dann, weil Gott die Liebe ist, in der ich vergebe, fühle ich auch seine Liebe, mit der ich vergebe. Weil ich für ihn vergib, spüre ich ja bereits seine Liebe. Wenn ich für ein schöneres Haus mich berichtige, fühle ich lediglich die Liebe, die ich für dieses schönere Haus empfinde. Spüre ich lediglich die Freude, mit der ich mich auf dieses schönere Haus freue. Spüre ich lediglich die Heilung, die ich für diesen gesunden Körper fühle. Das alles sind Gefühle, die ich kenne. Wenn aber meine ganze Vergebung für Gott ist, dann fühle ich auch bereits die Liebe, die ich für Gott fühle, weil ich mich ja für ihn erlösen will. Und dann muss ich auch irgendwann das Glück spüren und die Freude spüren und den Frieden spüren, weil ich ja für Gott will ich mich ja erlösen. Von allem anderen. Es ist immer ein Erlösen von und ein Erlösen für. Klar.
Und darum diese grenzenlose Geduld, weil Gott unbegrenzt ist. Glaub nicht, dass du das nicht lernen kannst, denn dein Lernen ist unbegrenzt. Und jeder kleine Schritt in die Richtung muss dir die Erfahrung bringen, die Vorfreude, den Hauch von Frieden oder von Liebe. Aber es wird unverkennbar diese Liebe sein und diese Wahrnehmung.